neue Rummelspur hier in Essen. Hier am Viehoferplatz. Ich stehe jetzt hier auf der Brücke über den Viehofer Platz. Ja, so am Viehofer Platz. Ich gehe hier runter zur U-Bahn. Aber da steht die schlechte Nachricht, denn die Rolltreppe ist mal wieder defekt. Okay. Aber von hier aus hat man einen sehr schönen Blick auf die neue Umweltspur, die sich über die vielen Essen darüber aufgeregt haben. Ah, die ist so schlecht. Aber warum dürfen Busse schneller fahren als für Autos? Oder warum nur für Fahrräder Freigabe? Hey, schau mal, da steht nur für Fahrrad. Da steht Straße, Weg nur für Radfahrer, aber links darüber steht auch Bus. Ah, das stimmt, da sind noch die alten Schilder. Wenn die Umweltspur ist ja neu. Denn die sogenannten Busspuren heißen jetzt in der neuen Sprache, in der modernen Sprache, ganz einfach Umweltspur hatte. Die Umweltspur ist nichts anderes als eine so Busspur mit so Freigabe für andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel für Fahrräder, für so E-Scooter und natürlich auch für Busse, Taxen, Fahrgemeinschaften. Aber das mit den so Fahrgemeinschaften stimmt ja nicht mehr aktuell. Schau mal, da steht jetzt egal. Ist die U-Bahn-Station, ist ja aber wirklich steil, ist jetzt wirklich steil nach unten. Da ist jetzt einfach ein dreckiger Ort, hier steht nur Tram. Hier unten ist eine Tramstation. Schau mal, die Rolltreppe. Das sind sogar moderne Rolltreppen, wirklich moderne Rolltreppen. Ich will damit eine Runde fahren, aber geht nicht. Oha! Wie lang die Rolltreppe hier sind. Yeah.